Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir fahren heute schön Holz verkaufen. Und ja, wir sind gerade gerammt vom PKW, ne? So schön roten, ne? Dann muss ich noch glattweg durch die Wiese fahren, ne? Ja, da hat nämlich voll gerammt. Ja, herzlich willkommen. Heute Folge Nummer 5. Ja, wir machen weiter mit Holz und die Breiten. Ich habe schon die Aussaat vorbereitet. Und ich warte nur noch plus 3 Grad, um dass der Flugmeister mal fertig wird. Denn da scheißt auch ein paar Stunden noch rum. Aber der macht's ja gratis. Von daher ist nicht ganz so tragisch. Hallo? Jo? Jo? Was soll ich denn also? Ja, ich habe mich gerade beim festgefahren. Der eine Balken hängt am Zaun fest. Ja, hallo? Er war so ruhig, ne? Ja. Ich glaube, die Verbindung ist wieder weg. Ist gerade abwesend hier bei mir. Wenn ich die Maus aktiviere, dann kommt er wieder aktiv. So. Habe ich abgehängt, den Scheiß. So. Ja, ein bisschen Geld verdient haben wir auch. Ja, wenn der Holz nicht wäre, ne? So, den einen noch verkaufen hier. Der brachte mir ein 587. Ich hab wieder Geld. 110.000? Hast du mir was geschenkt? 110.000. Hm? Na, das muss vom Holz kommen, oder? Man gab ja nur 60.000 ungefähr. Na ja, gut, egal. Oder hat die Vollkasse bezahlt hier?
Ja. Die doofen Autofahrer. Erst fahren sie mir rein und dann hupen mich blöd. So wie in echt. Ja, ja. Nach Motto, ich habe keine Schuld, die alle haben Schuld. Das musst du da rumsprechen, dass ich hier fahre. Oh, 110.000, wo kommt die her? Naja, wird schon hier richtig sein. Und guck mal gleich mal rein in die Leiste. Oh, Gegenverkehr. So, wo liegt mein Holz? Wo kann ich es holen? Wo du willst. Ich probiere mal aus, was geht. Ich würde es wieder abladen, so ist das nicht. Aber wenn Fall ist, Fall ist, kann man ja wissen, ne? Ist ja so, ah, guck, Elite. So, ich komme gleich wieder, ne? Ja, ja. Oh mein, schön, ich habe nicht geglaubt, dass das geht. Schön, schön gerade, ne, wie es sein soll, ne? So, kurz. So, ich habe vergessen, wie es geht, abladen geht. Y. Also, ich brauche noch ein bisschen mehr, das kommt mir noch nicht aus. Aber ich hätte gerne längere Stücke. Ja, ich mache eh noch mehr. Guck, wenn ich abgeladen habe, das nicht einmal frei, ne? Jetzt denk mal, probier mal aus. Dann weiß ich ja Bescheid, dass ich meinen gleich verkaufen muss. Aber nicht, dass du in der Nacht nochmal wiederkommst, weil ich beim Schweinestall bin und man es nicht sieht. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Ja, ja. Ja, hast du einen Termin verlegt, ne? Ich war ja auch auf dem Schrottplatz, hab ein bisschen Autos erlegt und denkt mir auch nichts bei, ne? Seht da so eine Bonbon-Dose rumliegen, so eine Radkappe. Ich weiß ja, dass man daraus kann man was herstellen, ne? Und zwar Minen. Und die Zombies laufen noch rein, ne? Bumm! Super. Dann musst du ja gleich aufpassen, ne? Ich nicht reinlatsche oder reinfahre. Hatte ich anfangs mal eine Mine gehabt. Ich habe gerade mal ein Klo durchsucht nach Wasser, ne? Oder Gläser vielmehr auch, ne? Und mal knallt das, ne? Dann war ich tot. Oder schwer verletzt. Daran denkst du doch gar nicht. Was, du hast das Klo nach Wasser durchsucht? Ja, ja. Da kannst du durchsuchen Prinzip. Und im Klo findest du mehrere Wasserflaschen mit schmutzigem Wasser, was du dann kochen musst. Und da kannst du trinken. Naja, das ist ja ein Programm, ist ja so, du kannst Wasser aus dem Fluss holen oder aus Schnee machen. Aber hinterher ist das Wasser, Wasser. Also vom Programm her ist es kein Unterschied bei. Naja, man kann es auch nehmen für Klebeherstellung zum Beispiel, ne? Ja, das klingt verrückt, aber ist da so, ne? Ab und zu mal findest du mal so einen Getränkeautomat. Mineralwasser, das ist ja ideal, ne? Das ist ein bisschen appetitlicher, ja. Als wie aus dem Klo. Naja, du sollst es ja auch nicht trinken, wie es ist, ne? Du sollst vorab kochen, ne? Also du machst ein Lagerfeuer und dann gehst du Wasser rein, Menü und Wasser abkochen, ne? Und dann kannst du nachher, wird es ja umgewandelt in trinkbaren Wasser, ne? Und selbst da ist es noch bei 4% Durchfallgefahr, ne? Da kannst du krank werden, ne? Ja, ja. Durchfall. Bei Fleisch kannst du es kriegen, also beim selbstgebratenen Fleisch 4% Wahrscheinlichkeit. Und bei
Allgemein allen Sachen. Nur in Dosen, das Zeug ist sauber. Naja, Durchfall ist nicht lustig. Da hast du sofort deine Energie weit runter und dann musst du schnell wieder was finden, was du wieder aufwerten kannst. Ne? Weil du kannst ja auch daran sterben, ne? Ja, weil die ganze Energie woanders entweicht. Ja, darum. Aber du hast ja die Möglichkeit, Eigenschaft zu vergeben im Prinzip. Zum Beispiel, dass du so einen starken Magen hast, zum Beispiel. Und dann ist es nicht ganz so dramatisch. Oder die Chancen sinken dadurch ein bisschen, ne? Oder ja, es kommt nicht mehr so häufig vor. Weil anfangs war das so, da habe ich nicht recht gewusst, wie du mich ernähren sollst, ne? Also Tiere laufen ja auch nicht immer über den Weg, ne? Und dann ist das blöd, ne? Anfangs konntest du auch nur im Höchstfall verkohltes Fleisch essen, ne? Also Fleisch nicht gebraten, sondern verkohltes. Das war ja auch nicht gerade nahrhaft, ne? Und jetzt habe ich ja Mais und kann mir im Prinzip Brot backen, ne? Dann kann ich notfalls mit sauerem Wasser und Mais mir Brot backen. Und dann bist du halbwegs versorgt, ne? Weil Mais baue ich ja selber an, ne? Aber anfangs wird es schwierig. Dann musst du Ja, auch. jagen kann man, oder? Jagen kannst du, aber anfangs hast du keine Waffen, ne? Da ist das Problem. Dann hast du vielleicht Pfeil und Bogen und die Tiere hauen ja ab, ne? Also anfangs ist es schwierig. Weil du musst ja für Rezepte auch immer lernen und oft finden, ne? So, mal gucken im Menü wegen, wo das Geld herkommt. So, was habe ich Schönes? Ich habe nicht viel. BGH ist klar. Verkauftes Holz. Also heute 190.000, gestern 250. Naja. Bin trotzdem eine arme Sau. Das sagt da jeder Bauer immer. Ja. Aber noch ein paar Ladungen Holz und ich kann nachher mir eine Pinose kaufen. Ne? Also das ist der Wald ja auch weg bald. Ne? Dann brauche ich keinen kaufen. Dann muss ich mal wieder Wald kaufen. Ich verkaufe dann meinen Was du Wald. leicht denn? Ja? Aus dem Achso, den hast du gemietet gehabt, gell? Ja. Ja, den habe ich immer noch gemietet. Also, solange ich Bäume habe, behalte ich ihn auch. Ne? Aber es wäre doch ein guter. Ich verkaufe meinen Wald, dann verkaufe dir. Dann kannst du mal meinen Wald kaufen. Von anderen Bauern. War Forsten oder wie? Genau, schön die Stumpen wegfräsen, ne? Wie sich gehört. Und dann kaufe ich ihn ja wieder neu, wenn die Bäume gewachsen sind, ne? Wäre doch gut, ne? Aber die KI-Bauern, die dann nicht aufforsten, oder? Na na, das musst du ja machen. Nein, es war vielleicht sonst gut, wenn man verkauft, einen KI-Bauern und der das aufforsten und dann kaufst du wieder. Ja, bei Land kannst du es machen, theoretisch. Wenn du einen fertigen Acker kaufst und dann nachher vor die Mission abkassierst, theoretisch, das geht. Wenn du zum Beispiel das Pflügen bezahlen lässt, das Kuppern und so, ich meine, das bringt zwar nicht viel, aber am Ende ist es doch ganz gut. Besser wie nix. Nee, Bäume muss man allein pflanzen.
Das wird mühsam. Naja, Pflanzen sind nicht schlimm. Ich glaube, ich habe hier Dinger bei hier für. Lass kurz reingucken. Wo du, glaube ich, 200 Bäume anpflanzen kannst. So. Ja, Setzlinge kosten 10.000, aber dafür 200 Stück. Dann kannst du ruckzuck einpflanzen. Das geht. Ist ja schnell gepflanzt. Das Fräsen ist nur mühsam. Bloß Fräsen musst du ja machen, weil irgendwann hast du ja das Problem, dass du mit den Fahrzeugen nicht reinkommst, ne? Das stimmt, ja. Außer man erwischt es ganz kurz, aber das geht nicht bei ihnen. Ne, das klappt nicht immer. Aber je mehr Bäume du hast, ne, im Prinzip, ne, umso blöder wird es ja mit reinfahren, ne, das. Ja. So. So, letzte Fuhre. Da muss ich wieder fällen. Mal gleich den Rest von dir nachholen, ne? Du hast ja mal so schön am Straßenrand hingestellt. Oh, jetzt werde ich den Zwänge genommen. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich drauf. Und hupen wie blöd. Also, richtig schön aufgebockt. So, lass mal stehen. Immer Holz machen hier. Kannst du so nicht fahren. Hast du schon mal gesehen? Ein LKW auf dem PKW? Auf. Ja. Genau auf dem Dach. Ja, genau. Ja, und da ist nur ein anderer KI-LKW, der ist auf einem anderen PKW drauf. Ja. Der graue. Aber irgendwann fahren wir ja wieder ab. Sobald man nicht mehr da ist. Und aber das ist extrem geworden mit KI-Fahrzeuge. Gut, man kann ja auch ausschalten, ne? Also so ist das ja nicht mehr. Also wenn du viel mit Kursblech fahren tust auf der Straße, ist das mit KI ja blöd. Ja. Aber noch nicht so weit. Da gibt's sicher oft Probleme dann, ne? Ja. Wo Kursblech schon ein bisschen besser geworden ist, also die fassen sich schon ein bisschen an. Aber die KI-Fahrzeuge kennen ja nichts, ne? Das war ein Megastau. Fahren sie alle in die Fahrzeuge rein. Egal. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und sagt mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.